Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft, wo David in meiner Anmoderation zwischengesprochen hat. Das passt, lassen wir so. Tut's dir auch wirklich leid? Ich glaube nicht. Nein. Was meinst du, Lukas? Das war zwar kein aber leid tun tut's mir auch nicht. Leid tun tut's mir auch nicht. Ja, geil. Alter, ist mir das gestern nicht aufgefallen? Alter, wie viele Laternen stehen denn hier bitte? Was für gestern? Hast du keine Hobbys? Wo sind Laternen? Soweit das Auge reicht, Digga. Wo denn? Die ganzen Wege hier. So, ja, da musst du per Wolf fragen. Der hat das, Der hat das alles gemaked. Ja, der hat das alles gedunt. Gedunt gemaked. Ja, hier hat Weizen. Ach, da. Hallo, Freunde. Erstmal den Paluten machen. So, der Hundebauraum ist fertig. Der Hundebauraum. Geil. Wirklich geil, Digga. Building Stuff. Da. Da sind noch 4 Bookshelves. Warum liegen da 4 Bookshelves im Lager? Die können noch da unten rein. Null. Oh Gott. Haben wir in der bei der Weizenfarm auch eigentlich irgendwie eine Stelle, wo eine Kiste, wo schon Weizen drin ist? Ja, die Fässer. Fängt aber Fässer, okay. Bei denen fängt das unten rechts an. Oben links die die Seeds und unten rechts halt, ne? Da stehen irgendwo Weizen drin, Hammer. Das ist ja voll der Rand. Alter Schwede. Nur wenn ich dieses Weizenfeld jetzt komplett abernte, Alter, dann habe ich ja was 306 Weizen. Ja, ne? Ist ja noch fast noch schlimmer als bei den Sugar Canes, aber so viel Weizen brauche ich gar nicht. So viel Weizen brauchen wir gar nicht. Ja. Ihr übertreibt halt komplett, aber es sieht halt auch geil aus. Muss man wieso ich? Das war doch per Woll. Ja, Digga, per Woll, Alter. Per Woll ist auch eine Klasse für sich. War ja schon immer. Leute mobben kann ich gut. Außer samstags. Da kann ich keine Leute mobben. Nee. Da kannst du es schlecht. Okay. Nee, da habe ich die Person, mit der ich unterwegs war, nicht gemobbt. Da habe ich was anderes mehr da gemacht. Ja, siehst du. Sag ich doch. Wenn du hättest die währenddessen gemobbt, das wäre schon hardcore ekelhaft gewesen. Ja. Imagine mittendrin so, du bist fett. Ja, okay, nee. So klingt das nicht gut. Wenn dann so, haha, du bist fett. Hihi. Also wenn dann richtig, ne? Drin, so kurz vor Ende. Wenn dann richtig. Ja. Yeah. Und ich finde das geil, wie keiner von den Leuten weiß, was ich meine. Aber du hast wahrscheinlich direkt geschnallt, was ich meine. Ich habe 2 Sekunden gebraucht, aber ja, ich hab's geschnallt. So, was habe ich denn heute vor? Meinen Penis anfassen. Nein, danke. Okay. Das überlässt du ihr, gell? Hä? Was? Das überlässt du ihr. Hä? Ja, kann man so sagen. Geil! Ich wollte gerade mit einer Enderperle in mein Haus schmeißen, aber da sind ja Fenster drin. Hab ich gesehen. Also das Resultat zumindest. Schön. Warum habe ich mir jetzt eigentlich Weizen geholt? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wolltest du die Kühe weiterpflanzen, genau, fortpflanzen oder so. Das hatte ich vorhin schon gemacht. Mit dem Weizen, okay. Was noch da war. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Das klingt ja geil. Hey! Das war hier. Ja, ich höre dieses und dann höre ich dieses BOOM. Wo bist du explodiert? Zu Hause. Zwischen den Wegen. Ich höre gerade Sand, Gras, Erde. Hm. Sprechen ist auch nicht meins, ne? Hey, wo denn? Bist du gleich? Das ist was in der Nähe, oder was? Nein. Wo dann? Zwischen unseren Häusern. Ja. Hier aber vorne. Du bist doch in eine ganz andere Richtung gelaufen. Hier vorne.
Oh. Hä, bist du nicht irgendwo ganz anders hingelaufen? Ja, ich bin erst zu Jizzle gelaufen, aber dann wieder zurück, weil mir aufgefallen ist. Ach stimmt, ich wollte ja. Wollte eigentlich was anderes machen, die Folge. Nein. Damit es nicht wieder drauf hinausläuft, dass ich absolut rein gar nichts den ganzen Tag tue. Ich meine, ich werde jetzt auch wahrscheinlich die nächsten Wochen relativ, ich sag mal, also diese Woche werde ich, also in der Woche, die jetzt kommt, werde ich wahrscheinlich unter der Woche relativ viel Zeit haben. Aber zwischen den Jahren bin ich, obwohl ich 2 Wochen Urlaub habe, eigentlich kaum zeitlich verfügbar, denke ich mal. Ja. Weil es entscheidet sich im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich, ob ich entweder mit Jesse übernächste Woche nach Berlin fahre oder ob ich auf dem Geburtstag von einer Freundin bin. Weiß ich jetzt noch nicht. Naja, ist gut. Wenn ich auf den Geburtstag bin, kann ich sogar kurz vorbeischneiden, aber na, keine Ahnung, Digga. Weißt du, was echt noch fehlt? Ich. Ja, sozusagen. Es fehlt noch, dass wir uns mal treffen, Alter. Ich meine, du weißt, wo ich wohne. Stimmt, du solltest im Gegensatz zu mir einen Führerschein haben, also. Hab ich auch. Ich krieg auch in ein paar Wochen ein neues Auto. Sehr cool. Mhm. Und wenn du. Mehr. Wenn du. Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Autos, also absolut null. Just do it. Ich kann dir 12 Euro. Okay, 12 ist vielleicht ein bisschen wenig, aber. Ich kann dir 120 Euro sagen und mir dann denken, ja, wird schon passen, keine Ahnung. Maximal zu wenig. Maximal zu wenig, hä? Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Autos. So, null. So, also ich, um es mal so zu sagen, mein altes Auto war 2009 Baujahr und hat 3000 Euro gekostet. Und Das, was ich mir jetzt geholt habe, ist ein kompletter Neuwagen, das hat vorher noch gar nicht existiert, das wurde extra für mich gebaut. Oh, okay. Mhm. Soll ich dir eine ungefähre Richtung geben? Oder willst du es einfach so versuchen? Ich hab echt keine Ahnung. Verdammte Scheiße! Ja, versuch's einfach mal erst. Wenn du zu weit weg bist die ganze Zeit, dann versuch ich den Tipp zu geben, ohne es direkt zu verraten. 20 Cent. Richtig, nein. Nee, komm, jetzt mal auf Ernst. Ich hab doch keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung von Autos. Es sind über 10.000. Oh, okay. Klingt nach ein bisschen was. Ein bisschen, ja. Dafür müsste ich bestimmt ein paar Jährchen arbeiten, um es mal so zu sagen. Ja, bestimmt. Es sind 15.000. Wow. Mhm. Das klingt nach ein bisschen was. Minimal. Dann kann ich ein paar Mal tanken. 2,5 Mal. Ja, so ungefähr. Wenn es demnächst wieder in die andere Richtung geht mit den Preisen her, dann wahrscheinlich wirklich. Was ich gerade sagen wollte, Ja. Bevor du über den Preis angefangen hast. Meine Freundin ist vom 24. bis zum 5. bei mir. Das heißt, wenn du irgendwann in der Zeit reinschneiden solltest, dann, ja. Werde ich sie wohl vorstellen müssen, schätze ich. Nee, also in der ersten Weihnachtswoche bin ich auf jeden Fall verhindert. Ja, es ist halt Weihnachten, ne? Ja. Weil Heiligabend bei den Großeltern, der erste Feiertag bei der Stiefoma und zweiter Weihnachtsfeiertag wollte ich gleich was mit dem Kumpel machen. Weißt du, bei mir ist so ziemlich alles direkt auf dem 24. zusammengeschoben. Nee, das war schon immer auf dem 24. deshalb, ne? Okay. Also, morgens habe ich Zeit. Das ist alles gut. Nachmittags, ab 13 Uhr geht's zu meiner Oma. Also zur Familienseite von meiner Mutter und so, ne? Ja, ja. Dann fängt's an spicy zu werden. Ab 15 Uhr geht's dann nach Hause, also wieder hierher. Dann weiß ich nicht, was bis 17 Uhr passiert. 17 Uhr darf ich versuchen, meine Freundin abzuholen. Also, ich kann ja ihren Namen sagen, ist eigentlich auch scheißegal. Sky.
Und. Sky ist ein toller Name. Ja, Skyler. Skyler war mir ein bisschen zu kurz. Zu kurz, genau, zu lang. Digga, ich nehme meine Freundin Sky. Warum? Skyler ist mir zu kurz. Das ist geil ausgemacht. Ja. So ja, oder so? Richtig geil. Ja, keine Ahnung, danke. Bitte. 17 Uhr muss ich Sky dann abholen. Vom Bahnhof. Ja. Das, weil Skyler mir zu kurz ist, muss ich sie vom Weihnachtsmann abholen. Genau, fuck. Wow. Muss ich sie vom. Alter, jetzt wollte ich schon Schwarzmarkt sagen. Gott. Wird ja immer besser hier. Vom fucking Schwarzmarkt. Nee, vom Bahnhof muss ich sie abholen. Vom Bahnmarkt. Dann wollen wir noch zu meiner Oma nochmal, bei der ich ja schon morgens war. Naja, nicht morgens, nachmittags. Und, ja, überlegt vielleicht vorher, oder irgendwas sagt. Ja, sonst hol ich Sky wieder vom Schwarzmarkt ab, ne? Ja, sonst holst du Sky da, weil der Sky zu kurz ist wieder vom Schwarzmarkt. Andersrum, scheiße. Sonst hol ich den Hauptbahnhof von Skyler ab, weil mir Weihnachten zu kurz war. Ja, was weiß ich. Oh mein Gott, ich komme mir gerade voll durcheinander. Höre ich. Ja doch, so passt das schon. Ich will. Ah! Fühl ich. Ja, Mann. Kann ich mir theoretisch auch eine Warplate im Nether setzen? Ja. Geil. Aber das werde ich nicht machen. Ich werde jetzt meine Efficiency 3 Spitzhacke in den Nether gehen und ein bisschen Quarz holen. Ein bisschen Quarzen. Ein bisschen Harzen. Halt noch. Nur die Harzen kommen in Quarzen. Nur die Harten kommen in Garten. Was für ein Garten? Yeah. Kindergarten. Mein Garten. Ich nenne es Kindergarten. Alter, immer wenn die Wichser in der Klasse Scheiße bauen, dann sagen die Lehrer immer so, ja, das ist doch echt ein Kindergarten hier, ne? Und ich denke mir so, aber im Kindergarten benehmen sich die Kinder noch besser. Was übrigens ein straight up nur ein Fakt ist, weil ich Leute wissen es vielleicht, ich habe Kinderpfleger gelernt. Und die Kinder haben sich halt einfach konstant besser benommen als diese Spasten. Ja, Mann. Ich weiß echt nicht, das ist fucking traurig. Ich weiß echt nicht, was die Leute von Kindern wollen. Das haben die gar nicht verdient. Also die Kinder. So, und jetzt mache ich zum ersten Mal Big Brain. Ich benutze die Warplate im Haus, um runterzugehen. Und nicht den langen Weg. Oh, Jan ist auf einmal Big Brain. Ja, ich habe mir ein Hirn wachsen lassen. Dass es endlich mal nicht immer abrasiert, sondern endlich mal wachsen darf. Ja. Jetzt wollte ich nach Muralien gehen, um zu meinem Haus zu kommen. Statt die Wordplay zu benutzen, die zu meinem Haus führt. Also. Ich glaube, das Hirn habe ich wieder abrasiert. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Was denn? An Dragon Ball Z Abridged, da kamen Trunks und Vegeta gerade aus dem Raum von Geist und Zeit und Goku so, nette Frisur Trunks, und Trunks so, bleib cool, alles gut, das ist nur eine normale Frage, danke, ich hab's mir selbst wachsen lassen. Das war absolute Liebe, Alter. Oh, Junge, das war absolutes IQ, Junge. Ja. Nee, also der Typ war einfach nur mega nervös. Ich kann es ihm nicht verüben, dass er sich die Haare selbst wachsen lassen hat. Oh Gott, ey. Jungchen. Mädchen. Oh Junge, kann der Pikmin bitte weggehen, Alter? Ich hab keinen Bock, den auszusehen zu schlagen. Die heißen aber nicht mehr so, das ist rassistisch. Was
Was für die heißen nicht mehr so? Wie heißen die jetzt denn sonst? Geralt? Nein, Pegelin. Wie bitte? Die hießen ja früher Pigmen, ne? Ja. Weil das aber, keine Ahnung, komisch oder so, also, weiß ich nicht. Nein, es hat mir nicht, es wurde gegendert. Nö. Oh, also Gott sei Dank. Heißen die einfach Piglin. Und die fetten Schweine, die irgendwo in, keine Ahnung, rumlaufen, die heißen Hoglin. Die fetten Schweine. Geil. Das ist halt einfach so, das sind halt einfach nur fette Schweine. Mehr sind die gar nicht, das ist deren Purpose. Schwein. Ich wünschte, ich wäre ein fettes Schwein. Ich wünschte, ich wäre nicht so ein fettes Schwein. Tja. Scheiße für dich, ne? So, Perwoll wird mich jetzt wahrscheinlich, wenn er das sehen sollte, anschnauzen, denn ich habe eine Menge Steine verschwendet. Junge, Steine gibt's hier wie Sand am Meer. Dann soll er sich in Efficiency und Haltbarkeitsspitzhacke craften und die Fresse halten. Du hast zwar recht, aber es ist trotzdem Steinverschwendung. Und darauf will ne? Das ist wie, als würde ich sagen, hör auf zu atmen, das ist Luftverschwendung. Ja, nee. Ich hätte ja, das nämlich deutlich effizienter machen können. Ajo. Ist der Punkt. Steine kann man abbauen. Luft auch. Du kannst Steine eigentlich gar nicht wirklich verschwenden. Doch schon, okay, kannst du, aber. Wenn du craftest und dann. Ne? Weißt schon, ja, wen. Zum Treppen oder Stufen kann man machen. Ich so ein Baby. Yeah. Zum Treppen oder Stufen machen statt. Statt den Steinschneider, die in. Oh, ich hab mich verlaufen. Hoffentlich werden die wieder hier rauskommen. Finde ich gut. Oh, Teleportgott, ich beschwöre dich. For real. Das hat gerade nervig. Ja, wir benutzen einen Laterno-Server, liebe Zuschauer. Ach, bist du nicht absichtlich geliefert? Doch, aber es ist nervig, wieder raufzukommen. Oh, ich habe die Festung gefunden. Ich will aber das Portal wiederfinden. Soll ich kurz in den Nether kommen und dir mit meinem Orientierungssinn helfen? Wait. Oh mein Gott, ich habe meine Cobblestones gefunden, die ich gesetzt habe. Ich bin einfach ein G. Jamona! Wow. Finde ich auch. Ich habe übrigens in meinem auf diesem Server zum ersten Mal in meinem Leben eine Dingens gemacht, eine Schallplatte, indem ich einen Creeper mit durch ein Skelett getötet habe. Okay. Also dieses Achievement habe ich für mein Leben schon bekommen. Ha? Jetzt stehe ich hier 24/7 in dem Netherportal oder was? Ich komme hier raus. Keine Sorge, ich komme hier raus. Scheiße, ich habe außerdem losgelassen. Das Ding ist, ich teleportiere mich ja noch nicht mehr. Ich stehe einfach nur hier. Der Screen war hier die ganze Zeit. Ich habe meine Spitzhacke teleportiert. Oh mein Gott. Es war super, es war's wert. Alter, du Sau. Weißt du, deswegen hast du Steine verschwendet. Nö. Ich hab Steine verschwendet, weil ich den Steinschneider nicht verwendet habe. Also wenn der sich wirklich hardcore ernsthaft darüber aufbricht, dann ist das schon wirklich traurig. Traurig. Ja, dann geht die Folge noch. Wir sind bei 19 Minuten. Wir können so langsam drüber nachdenken, aufzuhören, wenn du möchtest. Ja, ein paar Minütchen können wir noch machen. Ja, also eine Minute können wir noch machen.
Ja, ich möchte tatsächlich sogar gerne nur noch mal schnell mein Inventar ein bisschen sortieren. Dann können wir theoretisch schon aufhören. Ja. Warum habe ich Laternen? Egal, ich habe Laternen. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Laterne, Laterne, ich ficke gerne. Das finde ich schön für dich. Ja, yeah, danke schön. Hab dich auch nicht. Warte, was? Alter! Ich fick deine ganze Generation, Junge. Was? Irgendwann. Hau ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt joinen will. Wir wollen doch die Folge sowieso gleich beenden. Übrigens, ich werde gleich die IP ändern müssen vom Server. Das heißt, ne? Ja, weil die Leute haben gerade die IP gesehen und sagen wir es so, das ist nicht die beste Idee. Ja, gut, schick mir da einfach die neue. Hatte ich vor. Ja, gut, verstanden, hatte ich nicht vor. Hatte ich nicht vor. Hatte ich vor. Fuck. Ey! Wird ja ausgeschlossen, dem Zuschauer. Ja. So, eine kleine Grundarbeit für Pavol geleistet. Und der darf dann weiterführen. Hast du Balloons denn schon gespielt gehabt? Den sechsten noch nicht, ne. Gut, weil du musst nämlich Level 20 sein, damit man Multiplayer spielen kann. Oh. Ah jo, dann wird das wahrscheinlich noch ein kleines Weilchen dauern, so. Seit welcher Version ist es eigentlich so, dass du Zweierkisten immer nebeneinander stellen kannst? Müsste 12 oder 13 sein. 1.12 oder 1.13. Ah, cool. Ja gut, dann bedanke ich mich, dass ich dabei sein durfte. Kein Problem. Glas. Liken, kommentieren, okay. Abonnieren, Glocke bimmeln. Ich sag tschüss zu David und jetzt gehe ich Davids Glocken bimmeln. Bis dann.